Und willkommen zu einem neuen Video von Happy Animals. Es gab länger kein Video mehr, es tut mir sehr leid. Ich hatte Probleme mit meinem Handy und meiner Speicherkarte. Jetzt funktioniert wieder alles und ihr dürft euch heute über eine Cage-Tür freuen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wie ihr wahrscheinlich schon sehen konntet, habe ich nicht extra für euch alles sauber gemacht, weil ich finde, bei allen YouTubern sieht es immer so extrem perfekt aus. Aber so ist es nun mal nicht, weil kein Kaninchen ist perfekt stubenrein und meine Kaninchen kötteln überall immer hin. Und es liegen deshalb auch meistens überall Köttel rum. Es sei denn, man macht es mal sauber. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach so, wie es im Normalzustand aussieht. Und deswegen habe ich nicht extra alles gefegt. Hier sind so zwei Steine in dem Gehege und normalerweise ist dieses Brett noch dort drauf. Das habe ich jetzt gerade nicht drauf, weil ich es manchmal runter mache, damit es nicht alles schimmelt. Und genau, und jetzt liegen unten noch ein paar Zweige rum zum Knabbern, weil sowas ist eigentlich immer eine gute Beschäftigung. Und die Alelupo liegt da hinten in diesem Pflanzring. Und die Kaninchen können, wenn sie hier reingehen, also natürlich haben sie nur tagsüber Auslauf, wenn sie unter Kontrolle sind von Menschen, können sie vom Auslauf aus reingehen durch dieses Loch dort. Und dann kommen sie in dieses überdachte Gehegeteil hier und dort können sie dann auch weiterlaufen nach drinnen. Ich habe jetzt vorne am Gehege noch so ein Schild dran, wo drauf steht, betreten auf eigene Gefahr, hier wache ich. Ich finde das mega süß und da ist auch noch ein Schloss dran. Und wenn man das aufmacht, sieht das Ganze dann so aus. Das Regal ist momentan auch nicht das ordentlichste. Ich habe Schwierigkeiten damit, das immer so ordentlich zu lassen. Und meistens stehen auch überall immer so Näpfe rum. Und so sieht das Ganze jetzt erstmal im Überblick aus. Und genau. Ich versuche halt immer alles nicht zu voll zu stellen, weil ich finde einfach, dass es die Kaninchen dann zu sehr stört im Laufen und so. Und ich habe hier drei Pflanzsteine stehen und darüber hat meine Schwester so eine große Weidenbrücke gemacht. Das sieht aus wie so ein Sitzplatz. Und die Kaninchen sitzen da auch mega gerne drauf. Und im Sommer legen die sich auch sehr gerne in diese Pflanzringe, weil die kühlen. Und das ist halt ziemlich angenehm, wenn es so heiß ist. Hinten steht dann nichts mehr dort. Da ist halt nur noch das Regal, wo die sich manchmal drunter setzen. Und dann ist noch da diese Heuraufe mit Toilette. Und zum Glück benutzen sie diese Toilette. Natürlich kötteln sie auch noch woanders hin, aber die machen hauptsächlich in die Toilette rein, was ganz praktisch ist. Und dann ist da halt noch so ein Holzklotz. Und genau, der ist eigentlich dafür da, um dieses Brett zu halten. Und dieses Brett ist dafür da, dass die Kaninchen nicht rausspringen. Dann ist da eine Pammi. Und hier ist dann noch so eine Rolle. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Mit drei Löchern halt, damit die sich auch aus dem Weg gehen können in der Mitte. Und der ist von Anyone. Den habe ich mal von Tierisch Kreativ zugeschickt bekommen in einem Tauschpaket. Da laufen die ganz gerne durch. Und dann ist da halt noch Wasser. Und hier ist dann ein Haus. Ich habe jetzt momentan nur zwei Häuser. Ich brauche noch eins. Einfach damit die sich ein bisschen mehr so dann zum Schlafen irgendwo verstecken können. Und das ist von dem lieben Jörg von Kaninchenliebhaber Jörg. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Und das ist mit integrierter Heuraufe und mega praktisch. Und es hat natürlich zwei Eingänge. Dann war natürlich noch dieses Brett da. Und hier habe ich jetzt Rindenmulch und darüber ist Stroh. Den Rindenmulch will ich noch rausholen. Aber ich weiß noch nicht ganz, wann ich das machen werde. Und die sitzen da eigentlich auch ganz gerne. Und da ist noch eine kleine Weidenbrücke, die umgedreht ist. Und da kommt immer Stroh rein. Wenn wir weiter nach links gehen, kommt jetzt dieses Überdachte und diese Holzleiste am Boden haben die leider auch ein bisschen angeknabbert. Und rechts ist da jetzt so ein Stein mit Löchern, wo Knabberzweige drin sind, die sie ganz gerne anknabbern. Und dort ist so der Teil, wo sie am meisten sitzen, da tragen die alles Mögliche immer mit hin, deswegen liegt da so viel rum. Und hinten ist so eine Wanne von so einem Gehege, ihr wisst glaube ich, was ich meine, für drinnen. Und da ist ein Streu drin, damit die Kaninchen das auch als Toilette nehmen können und auch sich da einkuscheln können und hinlegen können. Und da sitzen die auch mega gerne drin.
Und dann sieht man auch hinten links dann den Ausgang, wo es ins Außengehege geht. Und dann ist hier noch von Knastland.de ein Haus. Das Haus ist mittlerweile extrem dreckig. Das war mal richtig hell. Und in letzter Zeit wurde das jetzt schwarz bis grau. Und ich weiß nicht warum. Naja, auf jeden Fall benutzen sie das richtig gerne und sitzen da auch richtig gerne drauf. Und es hat natürlich auch zwei Eingänge. Einen an der Seite und einen vorne. Und da ist noch so ein eingravierter, eingeschnitzter Hase drin. Und ich mag das Haus richtig, richtig gerne. Und der Balu saß die ganze Zeit da. Und ja, das war eigentlich auch schon alles drin. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie ich alles einrichten kann, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich finde sowas immer interessant. Und natürlich bekommen die auch manchmal irgendwelche Beschäftigungen. Ich habe natürlich ganz viel so Bälle mit Glocken drin oder so, aber die habe ich nicht immer drin, damit es auch nicht irgendwann langweilig wird, sondern die tue ich dann manchmal halt dahin, wenn ich dann draußen bin. Oder so Snackbälle, wo dann Leckerlis reinkommen. Und genau, da war halt noch dieser Haken da, um die Tür zu befestigen. Und die sitzen voll gerne draußen und sonnen sich da. Und wenn ihr noch ein Video zum Auslauf haben wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Dann wird es, wenn der Auslauf fertig ist, auch noch ein Video dazu geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!